Jausen, heute zeige ich dir, wie du die vorgeschlagenen Beiträge wegbekommst aus deinem Instagram-Feed. Danke an der Stelle schon mal an alle, die mal einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonniert haben. Und wenn du solche Tipps von den anderen haben willst, komm rein in die Dan-Gang bei Patreon. Und nach dem Intro zeige ich dir, wie du dein Feed wieder selbst gestalten kannst, beziehungsweise ein bisschen Macht darüber zurückbekommst, was du siehst. Du stellst Fragen und ich beantworte sie in der Frag den Dan-Show. Du hast es ja mitbekommen, bei Instagram werden dir mehr und mehr vorgeschlagene Beiträge in deinem Feed ausgespielt. Und wenn du diese nicht sehen möchtest, gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, das Ganze stumm zu schalten. Dafür gehe ich jetzt mal rein auf mein Instagram. Und wir gucken jetzt einfach mal nach einem vorgeschlagenen Beitrag bei mir im Feed. Den vorgeschlagenen Beitrag erkennen wir daran, dass irgendwas drüber steht, warum wir den sehen. Und was ich jetzt machen kann, ich kann einfach mal hier oben auf dieses X drücken und sehe jetzt hier, dass ich alle Beitragsvorschläge im Feed für 30 Tage auf Snooze schalten kann. Das bedeutet, wenn ich das aktiviere, dann werde ich die nächsten 30 Tage keine vorgeschlagenen Beiträge mehr bei mir im Feed sehen. Du kannst das Ganze auch wieder rückgängig machen, einfach auf rückgängig klicken und dann siehst du auch wieder vorgeschlagene Beiträge. Und so einfach kannst du vorgeschlagene Beiträge aus deinem Feed für 30 Tage lang raushauen. Und wenn dir das Video gefallen hat, lässt mal einen Daumen nach oben da, abonnierst den Kanal. Jeden Sonntag gibt es ein neues Video und ich muss jetzt mal hier diese Bildschirmaufnahme ausmachen, sonst braucht das so viel Speicherplatz. Schon wieder alles voll. Hau rein, bis zum nächsten Mal. Peace.